Hey Freunde und herzlich willkommen zu diesem Video auf meinem Kanal Wichtiger Mond. Und heute will Leute mal was ganz anderes, wie ihr sehen könnt. Und zwar befinden wir uns in Minecraft. Denn ich beginne ein neues Projekt, das Minecraft mit Mond heißt. Das können wir auch direkt mal kurz da rein. Und ja, das wird eine ganz normale Überleben-Map. Schwierigkeit auf normal. Cheats sind natürlich aus. Datenpakete, keine Ahnung was das ist. Spielregeln. Lasse ich alles, wie es ist. Hier auch alles auf ganz normal. Und dann starten wir die Welt. Ich beginne ein Minecraft-Projekt, weil ich selber einfach Lust wieder drauf habe, Minecraft zu spielen, das euch zu zeigen, Feedback zu bekommen, mit der Community zu bauen, interagieren und so weiter. Ich habe richtig Lust drauf bekommen und werde das jetzt einfach machen. So, die Welt ladet und wir schauen uns an, wo wir es... Oh mein Gott, kurz laden lassen. Ach du Heilige. Das ist einfach... Ist einfach abgehoben. Und da oben ist ein Baum. Wir gehen erstmal hoch zum Baum. So, wir haben hier unseren ersten Baum, wie in jeder Minecraft-Welt oder fast jeder Minecraft-Welt beginnt es mit ersten Holz. Und ich verstehe nicht, warum die Insel da am Fliegen ist. Sieht richtig cool aus. Ich möchte unbedingt was bauen. Der Spawn ist eigentlich richtig geil. So, wir gehen direkt mal Stein holen. Wo finde ich hier Stein? Alle 59 Steine kann man mit einer Holzspitzhacke abbauen und die bauen wir jetzt alle ab. Wie man das links sehen kann, ich habe extra mir so ein paar Mods von Badline Client genommen. Aber ja, wir sehen nämlich oben die Himmelsrichtungen, wie man sehen kann. Wir sehen, wie viel Leben meine Rüstung hat, wie viele Blöcke ich noch abbauen kann mit einer jeweiligen Spitzhacke. Wie die Koordinaten sehen wir oben links noch, um meine FPS-Zahl, damit ich weiß, ob mein PC gleich abstürzt oder ob es ihm gut geht. Und ja, wie gesagt, das Projekt habe ich angefangen, weil ich einfach wieder Lust bekommen habe, Minecraft zu spielen. Meine allerersten Videos auf dem Kanal waren auch Minecraft-Videos und mein allererstes Video ist auch ein Let's Play, aber in der krassesten Qualität. Hier mal kurz einen Ausschnitt davon. Ich bin direkt neben dem Dorf gespawnt. So, meine Spitzhacke ist kaputt. Wir gehen jetzt hier rüber und bauen uns direkt eine Steinspitzhacke. Dann braucht man natürlich noch eine Axt und noch ein Schwert. Und auf die Insel werde ich irgendwas bauen, wenn ich weiter bin. Das ist ein richtig geiler Spawn eigentlich. Guckt euch das an. Oh mein Gott, da hinten bauen wir unser erstes Haus. Da hinten will ich mein erstes Haus bauen. Ein Strandhaus. Hier werden wir auf jeden Fall zurückkommen. Und ich gehe jetzt mal da hinten hin, um zu gucken, wie es um die Ecke aussieht. So, wir gehen mal hier kurz runter. Also wir gehen hier definitiv bald nochmal hin. Aber erstmal gehen wir nach da hinten. Okay, ich bitte alle einmal kurz wegzuschauen. Ihr könnt wieder herschauen. Es ist nichts passiert. Und hier werden wir unser erstes Haus bauen. Wir gucken mal ganz kurz, ob wir hier noch was anderes finden. Aber ich finde das hier richtig schön. Also wirklich, ich glaube, ich möchte... Oh, da hinten ist noch ein Dschungel. Oh mein Gott, wir haben so einen coolen Spawn. Da hinten ist sogar noch Fichtenwald und ein schwarzer Wald. Also ein verzauberter Wald. Das ist richtig cool. Da haben wir noch Inseln. Da hinten haben wir die... Wo ist sie? Da hinten haben wir die fliegende Insel. Oh mein Gott, das wird hier so cool. Ich habe richtig Bock, in dieses Projekt reinzustarten. Ich werde hier richtig viel machen. Und da hinten sind wir Schafe, die holen wir uns gleich für unser erstes Bett. Es werden Folgen immer mittwochs kommen und sonntags. Sonntags zu 100%. Mittwoch kann ich euch nicht immer versprechen, aber Sonntag kommt jedes Mal eine neue Folge. Und ich werde gar nicht lange drum um den heißen Brei reden oder so geht der Spruch doch. Und hier Sticks rein und das da und das da. Machen uns kurz Fleisch. Wir haben schon mal ein Bett, das ist ultra gut, dass wir ein Bett haben. Richtig, richtig gut. Wir haben ein schönes weißes Bett hier noch. Zack. Und bevor wir jetzt irgendwas weitermachen, können wir uns erstmal zwei Schaufeln machen. Denn wir müssen jetzt erstmal sehr viel Sand wegballern, damit wir hier unser Haus bauen können. Oh, Schildkröten. Guck mal, wir haben einfach Schildkröten hier auf unserer Insel. Hi, was geht? Wie geht's dir? Okay, okay. Ja, ich gehe ja schon. Wie geht's dir so? Kann ich verstehen bei der Wärme. Und du? Wie geht's dir so? Okay, ich gehe. Die Schildkröten, das war's komplett, oder? Ja, okay. Ja, ich würde sagen, wir buddeln kurz ein bisschen Sand weg. Und dann sehen wir uns gleich wieder.
Und das war die erste Schaufel, die weg ist. Und wir ballern jetzt noch kurz die zweite weg. Und dann gehen wir erstmal schlafen. So, wie ihr seht, wird es dunkel. Das sieht ja richtig geil aus, wenn dieser Berg so hell beleuchtet wird. Ihr seht auch schon, ich habe extra einen Shader installiert für das ganze Projekt hier. Das sieht nice aus. Okay, wir gehen erstmal schlafen. Let's go. Und wir haben jetzt hier auf jeden Fall genug Platz. Und ich werde mir jetzt erstmal ein Haus raussuchen, was wir jetzt bauen werden. Let's go. Okay, ich habe mir jetzt ein Haus rausgesucht, was ich bauen werden möchte. Aber dafür brauchen wir natürlich erstmal ein bisschen mehr Materialien und deswegen müssen wir ganz kurz farmen gehen. Und ich hole mir kurz einen Stamm, den ich gar nicht mitgenommen habe. Der liegt einfach noch hier. Und mache mir jetzt ganz schnell eine Kiste. So. Und tue hier erstmal den ganzen Sand rein. Erde, das. So, wird schon wieder Nacht? Nee, die Sonne geht erst auf. Oh, das sieht auch so crazy aus. Okay, wir gehen jetzt ganz kurz farmen. Ich habe neben mir eine Tabelle, wie viel ich von was brauche. Und dann farm ich das ganze Zeug jetzt erstmal. Yay. Ah, so geht das. Krass, guck mal. Zack, zack, zack. Mit denen muss ich jetzt anfangen. Ich habe einfach noch mehr. Hä? Ich habe nochmal zu wenig. Also ich brauche einen Stack davon. Oh nein. Hä, das ist einfach eine 1. Guck mal, wenn ich mich so rumdrehe, ist das eine 1. Okay, jetzt nehmen wir die nochmal und machen die nochmal so. Verbraucht noch mehr, aber ich habe gar nicht mehr Blöcke. Da fehlt mir wieder genau einer, ey. So Leute, da es so lange gebraucht hat, das ganze Haus zu bauen, die ganzen Materialien zu farmen und so weiter. In dem Video waren tatsächlich falsche Materialien angegeben, glaube ich. Und deswegen musste ich immer und immer wieder neu farmen, weil es nie die richtigen Materialienanzahl war. Und ja, ich muss das Ganze so machen, wie ihr es jetzt seht, so timelapse-mäßig, weil es einfach eine ganze halbe Stunde ist. Was ihr jetzt hier hinten sieht, das ist eine Minute und das wäre eigentlich eine halbe Stunde gewesen. Nachdem ich immer und immer wieder Materialien gefarmt hatte, habe ich mir natürlich noch Essen gemacht. Ich habe mir Kohle geholt beim Berg, habe noch ein bisschen Sand weggemacht, damit das ganze Haus auch schön hinpasst. Hab die Wände gemacht, Glas reingemacht. Hier seht ihr gerade, wie ich Kohle geholt habe. Nachdem wir die ganzen Wände gemacht haben mit dem Glas und dem Holz und das, dies, Ananas und auch das Glas auf der anderen Seite gemacht haben, haben wir den Boden gemacht und natürlich die Türen auch. Den Boden erstmal alles raus und dann wollte ich erst einen ganz normalen Boden reinmachen und habe mich aber für einen karierten Boden entschieden. Da mein Boot noch am Ufer stand, ist da einfach eine Schildkröte reingegangen, wie man gesehen hat. Und jetzt weiter mit dem Video. Dann würde ich sagen, war es das erstmal mit der ersten Folge Minecraft mit Mond. Ich muss auf die... Hallo, ich will da draufstehen. Ich habe übelst viele Tänzer eigentlich, oder? So Leute, das war es auf jeden Fall mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da für den nächsten Part. Abonniert gerne meinen Kanal und aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Würde mich sehr freuen. Und schreibt unbedingt in die Kommentare, was ich in dem nächsten Part alles bauen soll und erkunden soll. Und was auch immer. Zack, zack, zack. Rein in die Kommentare damit. Ich wünsche euch jetzt noch einen ganz schönen Tag. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Und ciao, ciao.